Wir haben hier den Dominik Krause, unseren Bürgermeister aus München. Und das letzte Mal haben wir uns gesehen am Fasching, am Viktualienmarkt. Und da war meine Frage schon, können Sie sich vorstellen, ein männliches Prinzenpaar? Da kam natürlich die Antwort ja. Genau, so war's. Wir haben natürlich auch Verstärkung bekommen von allen möglichen Leuten, die da waren und gesagt haben, da wären wir sofort dabei, sind wir einverstanden. Jetzt sind wir heute ganz woanders. Sie erzählen uns, wo wir heute sind. Wir sind heute bei der Pressekonferenz zum Go Drag Festival hier in München, das zum ersten Mal in München stattfinden wird. In ein paar anderen Städten war schon. Und wir haben heute vorgestellt bekommen, welche Partnerinnen und Partner mit dabei sind und vor allem, was es für ein Programm dann geben wird und was die Münchnerinnen und Münchner da so erwartet. Genau. Wir haben heute als Presseteam das Vergnügen, hier zu sein und sind echte Münchner Kindl, wenn man so schön sagt, und sind natürlich auch froh, wenn in München was passiert. Wir sind happy, dass was Buntes passiert. Wir haben es uns nicht ganz so bunt vorgestellt, wie uns jetzt hier die Aufführung schon war, und freuen uns drauf. Und wir sind sicherlich der Meinung, dass es ganz, ganz spektakulär wird. Ich glaube auch, dass es sehr spektakulär wird, und ich finde, dass die Stadt eigentlich auf so ein Festival schon etwas gewartet hat. Das merkt man auch daran, wie viele Partnerinnen und Partner bei dem Festival mit dabei sind. Also alle haben Lust, sowas zu machen, und das passt auch einfach zu München wie die Faust aufs Auge. Also wir haben einfach eine sehr vielfältige Stadtgesellschaft, eine sehr aktive LGBTIQ-Community, was ja so ein bisschen die Heimat von Drag ist, auch wenn es mittlerweile, glaube ich, ein bisschen weiter gewachsen ist. Und deswegen freue ich mich, dass es im Mai dann losgeht. Wir müssen ja heute gar nicht großartig auf die Partei kommen, für die Sie zuständig sind, weil der eine findet es gut, der andere nicht. Ich finde es persönlich sehr, sehr gut, dass ihr was tut, dass ihr euch da vorne hinstellt und sagt, wir müssen irgendwas tun, und damit was passiert, weil es gibt Parteien, die machen gar nichts. Ja, also grundsätzlich ist ja eigentlich das bayerische Lebensmotto Leben und Leben lassen, und ich finde, auch hier passt es eigentlich sehr gut. Deswegen hoffe ich, dass auch alle Münchnerinnen und Münchner damit fein sind. Manche haben halt mehr Spaß dabei, manche weniger, aber so ist es ja auch okay. Schöner kann man das nicht beenden. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir da sein durften, dass auch Sie da waren und dem Ganzen natürlich Ihre Unterstützung geben. Vielen, vielen Dank. Danke.